So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Wir befinden uns hier gerade in den Hotlands, einem neuen Gebiet, nachdem wir Undyne, nein, nicht besiegt haben, wir sind weggelaufen. Und wer ist das denn hier unten? Tralala! Ich bin der Fährmann. Oder bin ich die Fährfrau? Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Ich liebe es, auf meinem Boot zu fahren. Möchtest du gerne mitkommen? Ja, sehr gern. Wohin werden wir gehen? Bitte Waterfall. Ist das quasi eine Schnellreise zwischen Snowdin, Waterfall und Hotlands? Los geht's. Und diese Fährperson sagt aber auch immer irgendwelche lustigen Sachen. Oder interessante. Tralala. Die Wasser sind heute wild. Das bedeutet Unglück. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ab und an gibt es nämlich ein paar kleine Hinweise oder Tipps. Jetzt stellt sich die Frage, was will ich denn in Waterfall? Komm bald wieder, tralala. Ach Mann, ich bin wieder an den Control Stick gekommen und seitdem. Ja, jetzt passt's wieder. Was will ich denn hier? Ganz einfach. Wir treffen uns mit jemandem. Und das, ob diese Person es will oder nicht. Tja, Papyrus. Und wer ist da wohl drin? Oh, der Mensch tritt ein. Bist du bereit, mit Undyne abzuhängen? Ich habe einen Plan, um euch beide zu großartigen Freunden zu machen. Ja, gern. Okay, bleib hinter mir. Gib ihr das hier. Sie liebt die. Hi, Papyrus. Bereit für dein extra privates 1 gegen 1 Training? Darauf kannst du wetten. Und ich habe einen Freund mitgebracht. Hi. Ich glaube nicht, dass wir. Warum kommt ihr zwei nicht rein? Papyrus ist aufgeregt. Hier, Undyne. Mein Freund hat ein Geschenk für dich mitgebracht. Voll ganz von selbst. Danke. Ich werde zu den anderen legen. Also, können wir anfangen? Upsi-dupsi. Ich erinnere mich gerade. Ich muss ins Badezimmer. Oder aufs Klo. Habt Spaß, ihr beiden. Diesen Abgang so geil. Durchs Fenster. Also, warum bist du hier? Um mir deinen Sieg ins Gesicht zu drücken? Um mich weiter zu erniedrigen? Ist es das? Nein. Warum bist du dann hier? Warte, ich verstehe. Du denkst, dass ich deine Freundin werde, ha? Richtig? Ja, nie und nimmer mit dir. Nee, ja. Wirklich? Wie köstlich. Ich akzeptiere. Lass uns alle frohlocken in den Feldern der Freundschaft. Nicht! Warum sollte ich jemals mich mit dir anfreunden? Wenn du nicht mein Hausgast wärst, würde ich dich jetzt schon verprügeln. Du bist der Gegner von Träumen und Hoffnungen von allen hier. Ich werde niemals deine Freundin. Nun verschwinde aus meinem Haus. Verdammt, was für eine Schande. Ich dachte, Undyne könnte sich mit dir anfreunden. Aber ich schätze, ich habe sie überschätzt. Sie ist einfach nicht bereit für die Herausforderung. Herausforderung? Was? Papyrus, warte eine Sekunde. Verdammt. Er denkt, ich könnte mich nicht mit dir anfreunden? Was für ein Witz. Ich könnte mich jederzeit mit einem erbärmlichen Verlierer wie dir anfreunden.
Ich werde es ihm zeigen. Hör zu, Mensch. Wir werden nicht einfach nur Freunde sein. Wir werden Besties. Oh nein. Ich werde dafür sorgen, dass du mich so sehr magst, dass du an niemand anderen mehr denken kannst. Es ist die perfekte Rache. Warum setzt du dich nicht? Schau mal kurz, was ist denn hier? Menschen sind scheiße, aber ihre Geschichte ist ziemlich cool. Als Beispiel dieses riesige Schwert. Geschichtlich betrachtet haben Menschen Schwerter bis zu ihrer zehnfachen Körpergröße geführt. Richtig? Eigentlich nicht. Pff, du Lügner. Ich habe Alfies menschliche Geschichtsbücher gelesen. Ich weiß alles über eure Riesenschwerter. Eure kolossalen alienbekämpfenden Roboter. Eure übernatürlichen Prinzessinnen. Du hast keine Chance, mich zu verarschen. Naja. Ich hasse kaltes Essen. Also hat Alfies meinen Kühlschrank modifiziert, sodass er stattdessen Essen heiß hält. Heißer Kühlschrank. Die weltbeste Erfindung. Naja, was haben wir hier? Eine Silberbesteckschublade. Sie hat Gabeln, Messer, Löffel. Kleine Schwerter, Äxte, Speere, Nunchucks. Naja. Dieser Ofen ist irgend so ein Top-of-the-Line-MTT-Ding. Aber, weißt du, soweit die Technologie sich auch entwickelt, nichts schlägt mit Feuermagie gekochte Hausmannskost. Naja. Okay, im Spülbecken ist eine Teetasse in Form eines Fischs. Was haben wir hier? Du möchtest mein Zimmer sehen? Schade, keine Nerds erlaubt. Vielleicht manche Nerds. Papyrus? Einmal ist Alfies Freund hier rübergekommen. Wer sich jetzt fragt, ob wer Alfies ist, die werden wir auch noch treffen. Das wird sehr interessant. Kommt sogar relativ bald vor. Alles, was er getan hat, war verführerisch auf dem Piano zu liegen. Und sich selbst Trauben zu verfüttern. Ich mag den Typ nicht wirklich. Aber ich bewundere seinen Lebensstil. Eigentlich sollten wir uns hinsetzen, oder? Ist hier noch jemand? Ich kann nicht glauben, dass er durch das Fenster, dass er so durch das Fenster gesprungen ist. Normalerweise schaffte das die Landung perfekt. Naja. Es ist so nett, dich hier zu haben. Warum nimmst du nicht Platz am Tisch? Okay. Ja, sit down in progress, sehr gerne. Gemütlich. Ich hol dir etwas zu trinken. Alles bereit? Was möchtest du gerne? Hey, steh nicht auf! Du bist der Gast. Bleib sitzen und genieß die Zeit. Warum zeigst du nicht einfach auf das, was du möchtest? Du kannst den Speer benutzen. So, was haben wir hier? Sugar goes in tea. Select with also Zucker für Tee. Limo. Sticky yellow liquid. Also klebriges gelbes Liquid. Klingt nach Orangen oder so. Naja. Heiße Schokolade. Ein grüner Zylinder. Eine Teebox. Heiße Schokolade? Oh. Du möchtest was heiße Schokolade? Warte. Ich erinnere mich gerade. Der Behälter ist leer.
Ich habe aufgehört, sie zu besorgen, weil es immer lästig war. Esko hat immer Marshmallows im Bad gehabt. Tee? Tee, hä? Kommt sofort. Es dauert ein bisschen, bis das Wasser kocht. Bewegen können wir uns in der Zeit nicht. Okay. Er ist schon fertig. Auf den kaputten Tisch. So, bitte sehr. Vorsichtig, es ist heiß. Es ist nicht so heiß, jetzt trink's schon. Du nimmst am Tee, es brennt. Aber abgesehen davon ist es ziemlich gut. Ziemlich gut, richtig? Nichts als das Beste für meinen absolut wichtigen Freund. Oder geschätzt, könnte man vielleicht auch übersetzen. Hey, weißt du, es ist etwas seltsam, dass du diesen Tee ausgesucht hast. Goldblumentee. Das ist Askors Lieblingssorte. Ehrlich gesagt, wenn ich hier drüber nachdenke, erinnerst du mich ein wenig an ihn. Ihr seid beide totale Weicheier. Irgendwie. Weißt du, ich war ein ziemlich heißköpfiges Kind. Einmal, um zu beweisen, dass ich die Stärkste bin, habe ich versucht, Asgore zu bekämpfen. Betonung auf versucht. Ich konnte nicht einen einzigen Treffer landen. Und was schlimmer war, die ganze Zeit hat er sich geweigert, zurückzuschlagen. Ich war so erniedrigt. Danach hat er sich entschuldigt und was Seltsames gesagt. Entschuldige, möchtest du wissen, wie du mich besiegen kannst? Ich sagte ja. Und von dann an hat er mich trainiert. Eines Tages, während der Übung, habe ich ihn irgendwann umgehauen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Aber er hat gestrahlt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stolz war, dass ihm jemand in den Hintern getreten hat. Egal. Kurz gesagt, hat er weitergemacht, mich zu trainieren. Und jetzt bin ich der Kopf der Königsgarde. Jetzt bin ich die Idioten das Kämpfen beibringt. Wie, Papyrus. Aber, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich Papyrus jemals in die Königsgarde lassen kann. Sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Er ist nur, nun, ich meine, es ist nicht so, dass er schwach ist. Er ist eigentlich ziemlich zäh. Es ist nur so, dass er ist zu unschuldig und nett. Ich meine, schau, er sollte dich fangen. Und stattdessen ist er dein Freund geworden. Ich könnte ihn niemals in den Kampf schicken. Er würde in kleine lächelnde Fetzen gerissen werden. Das ist ein Teil, warum ich ihm beigebracht habe zu kochen, weißt du? Also, vielleicht, damit er vielleicht was anderes mit seinem Leben anfangen kann. Sie hat eine Idee. Oh, tut mir leid. Ich habe zu lange geredet. Du hast keinen Tee mehr, richtig? Ich will dir etwas mehr besorgen. Warte eine Sekunde. Papyrus? Seine Kochlektion? Er sollte die genau jetzt haben! Und wenn er nicht hier ist, um sie zu haben,
wirst du sie für ihn haben. Die Musik. Das stimmt. Niemand hat nichts hat Papyrus und mich näher zusammengebracht als das Kochen. Was bedeutet, dass ich dir seine Lektion geben werde? Wir werden uns näher kommen, als du es dir je vorgestellt hast. Angst? Wir werden beste Freunde. Ich finde die Szene so bescheuert einfach. Lass uns mit der Soße anfangen. Stell dir dieses Gemüse als deinen größten Feind vor. Jetzt! Zerschlag sie zu Staub mit deinen Fäusten. Ja, wir schlagen natürlich hart zu. Du haust das Gemüse mit voller Kraft. Du stößt eine Tomate um. Ja, ja! Unsere Herzen vereinen sich gegen diese gesunden Zutaten. Jetzt bin ich dran. Ja. Wir werden das nachher in eine Schüssel kratzen. Aber jetzt werden wir die Nudeln hinzufügen. Hausgemachte Nudeln sind die besten. Aber ich kaufe sie im Laden. Sie sind die billigsten. Pack sie einfach in den Topf. Wie würdest du sie reinpacken? Ja, vorsichtig. Du legst die Nudeln eine nach der anderen hinein. Wie kann man Clank in dem Fall übersetzen? Also sie machen ein Geräusch am leeren Boden. Nett. Gut. Jetzt ist es Zeit, die Pasta anzurühren. Als eine gewöhnliche Daumenregel, je mehr man rührt, desto besser wird es. Bereit? Lass uns anfangen. So, ich rühre. Rühr härter. Stärker. Fester. Ich wollte mich nicht entscheiden, wie ich harder übersetze. Lass mich das machen. Mit dem Speer der arme Topf. So geht das. Also los. Nun für den zum letzten Schritt. Dreh die Hitze auf. Lass den Herd deine Leidenschaft symbolisieren. Lass deine Hoffnungen und Träume zu brennendem Feuer werden. Bereit? Halt nichts zurück. Ja, ich drehe die Hitze auf. Warte, wie hoch kann ich das drehen? Heißer! Heißer, verdammt! Heißer! Warte, das ist zu... Ich habe mich nur an die Anweisung gehalten, Andein. Ah. Mann. Kein Wunder, dass Papyrus scheiße im Kochen ist. Also, was kommt als nächstes? Scrapbooking, wie übersetzt man das? Freundschaftsarmbänder. Wie mache ich was vor? Ich habe das wirklich vergeigt, nicht wahr? Ich kann dich nicht dazu zwingen, mich zu mögen, Mensch. Manche Leute kommen einfach nicht miteinander klar. Ich verstehe es, wenn du so über mich denkst. Und wenn wir keine Freunde sein können, ist das in Ordnung. Denn wenn wir keine Freunde sind, bedeutet das, dass ich dich ohne Reue zerstören kann. Andein? Ich wurde besiegt. Mein Haus liegt in Trümmern. Ich bin sogar daran gescheitert, mich mit dir anzufreunden. Fällt jetzt gerade auf? Andeins Ohren sind nicht einfach nur segmentiert. Dazwischen ist keine Haut. Man sieht den Zopf dadurch. Cool. Das war's. Ist mir jetzt egal, ob du mein Gast bist. Ein letztes Rematch. Volle Kraft auf beiden Seiten. Es ist die einzige Möglichkeit, mit der ich meinen verlorenen Stolz wieder erlangen kann. Nun los. Schlag mich mit allem, was du hast. Aha.
Fake Attack. Ja, machen wir mal das. Du gibst vor, anderen mit aller Kraft zu schlagen. Ein Schaden. Was? Das ist das Beste, was du hinkriegst? Selbst mit voller Kraft? Kannst du nicht den geringsten Willen, mich zu verletzen, aufbringen, hä? Weißt du was? Ich möchte dich eigentlich auch nicht verletzen. Zuerst habe ich deine dumme, süße Masche gehasst, aber so wie du mich gerade geschlagen hast, es hat mich an jemanden erinnert, mit dem ich trainiert habe. Nun weiß ich, dass du nicht einfach ein jämmerlicher Verlierer bist. Du bist ein jämmerlicher Verlierer mit einem großen Herzen. Genau wie er. Hör zu, Mensch. Es sieht aus, als ob Askor und du irgendwann miteinander kämpfen müssten. Aber da ich ihn kenne, will er es wahrscheinlich nicht. Rede mit ihm. Ich bin sicher, dass du ihn überzeugen kannst, dich nach Hause gehen zu lassen. Irgendwann wird ein böser Mensch hier runterfallen. Und ich werde seine Seele stattdessen nehmen. Das ergibt Sinn, richtig? Oh. Und wenn du Askor verletzt, werde ich die Menschenseelen nehmen, die Barriere überwinden und die Scheiße aus dir rausprügeln. Dafür sind Freunde da, richtig? Nun lass uns zur Hölle aus diesem brennenden Haus raus. Das Haus sieht aus, als würde es weinen. Das hat Spaß gemacht, hä? Wir müssen irgendwann wieder rumhängen. Aber irgendwo anders, schätze ich. In der Zwischenzeit schätze ich, du wirst mit Papyrus rumhängen müssen. Also, wenn du mich brauchst, schau in Snowden vorbei, okay? Oh, und wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, ruf einfach Papyrus an, okay? Da wir am selben Ort sind, werde ich auch mit dir reden können. Nun, wir sehen uns, Punk. Klingt so, als würde nur noch Feuer hier drin leben. Ach, ich liebe diese Stelle. Also, das war halt eines dieser Freundschaftsgespräche, die wir führen mussten. So. Determination, ja, ja. Wir haben uns also mit Undyne jetzt richtig angefreundet. Ich würde sagen, hier mache ich erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann an, wie es in Hotlands weitergeht. Bis dahin, Cheerio.